Super, und dann leuchten wir hier mal weiter aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Zack. Zack. Und das sollte mir alles erledigt haben. Goldpferderüstung, Weizen, Knochen, Namensschild, Sattel, Birkensetzling. Heieiei. Okay, also Zeug hätten wir ja hier. Da ist die Überlegung. Also erstmal ist die Überlegung, wir holen uns das Eisen. Da unten ist der andere Zombie. Da unten läuft auch noch einer rum. Die erste Überlegung, die ich jetzt habe, ist, lass uns hier mal abhauen. Die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist, finden wir hier jemals wieder zurück? So, dich würde ich auch gerne nochmal wegmachen. So, vor allem kann ich mich dann auch in ferner Zukunft noch daran erinnern, dass wir hier ja mal waren. Die Bank kann ich gerade nicht mitnehmen. So, das heißt, ich würde hier eigentlich fast ein bisschen Bäume fällen. Und ein bisschen den Zugang öffnen. Kommt denn der auf einmal her? Funktioniert der Spawner noch? Der darf doch gar nicht mehr funktionieren. So, jetzt ausgeleuchtet. So, und dann würde ich hier wirklich den Eingang ein bisschen breiter aufziehen. Damit man da auch wirklich ohne Probleme reinkommt. Damit es ganz klar offensichtlich ist. Dass hier der Eingang ist, dass sich die Frage überhaupt nicht stellt. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Okay, und dann würde ich hier noch ein paar Fackeln hinsetzen. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Habe ich ein Feuerzeug eigentlich dabei? Weil ich bin am Überlegen, ob ich die Bäume hier nicht einfach abkugel. So, und da drüben wäre die coole Insel. Da ist die nächste coole Höhle. Also das ist ja auch noch das nächste. Und es wird langsam wieder dunkel. So, was wir jetzt aber wollen, ist, wir wollen zurück. Zwar möglichst schnell und die Frage gerade ist, wo ist. Also. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Creepylein. Nein, 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 nein. Du bleibst gefälligst da bei dir. Ich traue mich gerade nicht umzugucken. Da ist auch noch einer. Also eine Höhle, meine ich. Die traue ich mich jetzt auch gerade nicht reinzugucken. Creeper ist weg. Okay. So, das heißt, wir könnten uns theoretisch eigentlich auch dahin einen Weg bauen. Aber die Frage ist, sehe ich das von der Burg aus? Nein, tue ich nicht. So. Sollte nicht dunkel werden. Von hier aus sehe ich es, glaube ich, auch nicht. So, das heißt, wenn ich
Wenn ich das jemals lass... Okay, hier ist auch ein cooler. Also wenn ich das die Aufnahme beende, werde ich die Höhle nie wiederfinden. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon eine Verbindung dafür schaffen. Und es passt eigentlich, es passt super ins Konzept, weil das bedeutet ja eigentlich, dass das unsere Mine ist. So, dann hätten wir hier jetzt auf einmal, ich habe keine Kohle mehr, oder? Also, dann würde ich hier erstmal die Erde abgeben. Habe ich hier hinten Kohle drin? Ja, habe ich. Dann würde ich da das Eisenerz erstmal reinschmeißen. Die Leitern würde ich gerne mitnehmen, den Eichenzaun. Weiß ich noch nicht so genau. Da oben haben wir noch Schienen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Goldpferderüstung. Okay, dann würde mich mal interessieren. Auf dem Kopf kann ich es nicht haben. An den Beinen kann ich es nicht haben. Na, ich hätte dich gern da und da nochmal. Und an den Füßen kann ich dich auch nicht haben. Okay. Das heißt, es scheint wirklich nur für Pferde zu sein. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. So, das heißt, ich würde dich erstmal wegtun. Dich würde ich mal wegpacken. Dich würde ich wegpacken. Dich sowieso. Bei dir weiß ich gar nicht, was ich mit dir soll. Den können wir... Ach, das können wir jetzt gerade mal alles wegmachen. Die Stäbchen würde ich gerne behalten. Und das Holz würde ich eigentlich auch gerne behalten. Und das Holz würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Die Suppe kann weg. Die habe ich schon gegessen. Habe ich noch mehr zu essen übrigens? Was machst denn du da? So. Ja, nee, du kannst einfach mal. Du kannst mich einfach mal. Genau, so rum war das. So, und dann schauen wir mal hier. Und dann würde ich doch fast mal ein kleines Nickerchen machen. Und diese Gelegenheit nutze ich auch mal für eine kurze, ja gut, vielleicht 6 Minuten noch oder so. Dann würde ich nämlich auch ein kurzes Aufnahmepäuschen machen wollen. Veil. Fail, pale, pale. Kommt denn der auf einmal her? Weil wir natürlich trotzdem noch schauen wollen, dass wir wieder nach da hinten kommen. Außerdem habe ich da massenhaft Zeug liegen lassen, aber eigentlich waren das hauptsächlich Steine, die ich habe liegen lassen, und Erde. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Da unten flackert es ja auch schön. Also an und für sich ist es schon eine coole Location, vor allem halt auch, weil es bei Licht ziemlich ausgeleuchtet ist. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, komm, ich mach mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Cheerio mit au und auf Wiedersehen. So, hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mineclone für Mindtest. Ja, wir kochen hier ja noch ein bisschen Eisen. Das können wir eigentlich gerade mal mitnehmen. Dann können wir uns auch eine hübsche Eisenrüstung machen. Weil wir Eisenrüstung machen. Hier, warte mal, dich nehme ich mit und dich nehme ich mit. Und dann würde ich hier doch gerne... Was haben wir denn noch? Zack, zack, zack.
zack, 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 zack. Würde ich dich mal mitnehmen. Und die Schuhe, die gingen, wie gingen die? Die gingen doch so, oder? Genau. Wunderbar. Dann könnten wir die eigentlich anziehen, mal zur Abwechslung. Na? Und die Schuhe. So. Dann hätten wir auf jeden Fall eine Eisenrüstung. Die Werkbank habe ich, glaube ich, drüben gelassen, ne? So, was wir dann auf jeden Fall machen wollen würden, wäre ein neues Seitentor, oder? Es sollte nicht so ein großes, imposantes sein wie das, sondern es gibt ja auch so Nebentore. Wobei für den Anfang ist es gerade egal. Für den Anfang will ich einfach nur da raus. Und dann mal gucken. Wo wir hingehen. So, da unten ist dieses kleine Inselchen. Hier sind wir letztens hochgehüpft. Hochgehüppert. Ach ja, da war diese komische Höhle. Und dann mussten wir einmal da komplett außen rum. Dabei hat uns ein kleiner Creeper verfolgt. Da ist noch so ein bisschen die Frage, ob der noch irgendwo rumfährt. So, so, so. Da ist eine hübsche Spinne. Hier ist der eine Höhlenabgang. Zu dem wollen wir jetzt aber gerade nicht. Sondern wir wollen hier zu diesem Höhlen. Zu dem wollen wir nicht. Nee. Nee, 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 nee. Da wollen wir außenrum. Und dann wollen wir da oben hin. Ach, ich wollte ein Feuerzeug mitnehmen. Habe ich Stahl dabei? Stahl habe ich dabei. Okay. Stahl habe ich dabei, das heißt, ich kann hier sagen, vielleicht kriegen wir ja einen Flint. Und wir haben schon einen Flint und dann würde ich doch mal sagen, zack, Dankeschön, weil ich dich mal hier hinpacken wollen würde. Und dann würde ich doch kacken dreist hier mal ein bisschen roden. Na? So. Wunderbar. Und während da oben lustig vor sich hin gekokelt wird, würde ich hier die Höhle noch ein bisschen erkunden wollen. Aber eigentlich wollte ich das von der anderen Seite machen, ne? Eigentlich wollte ich das von der anderen Seite machen. Ich habe jetzt bloß ein bisschen aufgeräumt. Damit wir hier raus können. Komme ich da jetzt durch übrigens? Ach, ist das lustig.